Hallo liebe Zuschauer, in diesem Jahr habe ich Zucchini gelb, hell und grün gepflanzt. Und allerreichste, ertragreichste ist die gelbe Zucchini. Die hat mir so viele Zucchinis gebracht, da ist nur Teil. Die sind schon ein bisschen so, haben Schale härtere. Da sind ganz junge noch. Von einer Pflanze. Und das ist nicht zum ersten Mal, ich schon ernte. Das ist unglaublich. Natürlich, 2 Meter unbedingt braucht sie und will noch weiter wachsen. Aber das reicht mir. Ich bin überfüllt mit gelben Zucchinis. Und so sieht Auflauf, wenn abgekühlt ist, innen drin, ich zeige näher, und schmeckt hervorragend. Ich habe 2 Portionen bestimmt gestern alleine gegessen. Schöne Zucchini im Garten wachsen. Und deswegen habe ich entschieden und heute auch irgendwas aus Zucchini machen. Und das wird heute Zucchini-Auflauf. Erst reiben wir Zucchini auf der groben Seite. Und da sind diese Zucchini ist nicht ganz so jung und hat größere Samen und die werde ich natürlich jetzt rauskratzen. Und so reiben. Zucchini gerieben. Und jetzt habe ich 2 mittlere Zwiebelchen klein geschnitten und werde leicht anbraten, bis so goldene Farbe erscheint. Und wir brauchen 150 Gramm hier für diese Menge. Geriebene Käse. Ich habe keine geriebene Käse, aber bei mir sind Käsescheiben. Ich schneide die ganz dünn und vermische dann mit Zucchini. Also, da ist dünn geschnittene Käse, geben wir zu Zucchini. Dann brauchen wir Salz und Pfeffer. Nach dem Geschmack natürlich, aber ungefähr schreibe ich, wie viel. Ich gebe jetzt dazu leicht gebratene Zwiebeln oder lieber halb gebratene Zwiebeln. Grünzeug habe ich ein bisschen Petersilie und ein bisschen Dill zusammengeschnitten. Und für diese Menge fehlt noch Salz. Halben Teelöffel. Und jetzt machen wir Teig. Natürlich, diese Masse muss man verrühren. Für Teig brauche ich 4 Eier. Milliliter Öl. Ein Teelöffel Backpulver. Und 150 Gramm Mehl. So siebe ich und dann gebe dazu zu Eiern in diesen Schüssel. Da habe ich noch restliche Mehl und das muss man alles sorgfältig vermischen.
um so einen flüssigen Teig zu bekommen. Teig ist schon drin bei Grieben und Zucchini und das müssen wir alles vermischen. Und natürlich dann Auflaufform nehmen. Leicht ölen und dann diese Masse in Auflaufform bringen. Auflaufform ölen wir ein bisschen, ganz leicht. Und dann die ganze Masse bringen wir rein. Ja, hab erwischt, Videokamera. Und jetzt bei 180 Grad für 40-50 Minuten im Backofen backen. Nach 40 Minuten ist unser Auflauf fertig. Sieht super schön aus. Auflauf sieht wunderbar aus und schmeckt noch besser. Jetzt, ich werde ein Stück abschneiden, wenn Auflauf kälter wird, sonst hält sich nicht. Und so sieht Auflauf, wenn abgekühlt ist, innen drin, ich zeige näher, und schmeckt. Schmeckt hervorragend. Ich habe 2 Portionen bestimmt gestern alleine gegessen.